Schön, dass ihr wieder dabei seid mit mir in der Edeka-Küche. Wir machen heute einen echten italienischen Klassiker mal anders, und zwar vegane Lasagne. Dafür kochen wir ein richtig leckeres Linsenragout und bereiten eine vegane Bechamelsoße zu. Los geht's! Als allererstes bereiten wir unser Linsenragout zu, und dafür brauchen wir 2 Knoblauchzehen. Und dann nehmen wir noch eine Zwiebel. Knoblauch und Zwiebeln könnt ihr in diesem Fall auch direkt mischen. Die kommen nämlich zeitgleich in unseren Topf. Als nächstes eine Möhre, die schäle ich und würfle ich. Ich mache die vegane Lasagne passend zu Veganuary. Veganuary gibt es seit 2014. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Menschen weltweit dazu ermutigt, einen veganen Monat Januar zu verbringen. Das heißt, ohne tierische Produkte. Uns fehlen 100 Gramm Staudensellerie, den würfle ich jetzt. Der kommt zu den Möhren, denn die kommen auch gleichzeitig rein. Als nächstes nehme ich 200 Gramm rote Linsen. Diese werden wie immer ordentlich gewaschen, damit der Schmutz, der vielleicht beim Transport entstanden ist, und die Verunreinigung entfernt werden. Durch die Reibung entsteht so eine Art leichtes Mehl, und das entfernen wir. Den Link zum Rezept findet ihr wie immer in der Infocard. Und das nächste Rezept gibt es dann, wenn ihr uns abonniert. Ganz wichtig ist, dass die Linsen jetzt gut abtropfen, denn sonst würden die viel zu viel Flüssigkeit aufnehmen. Jetzt erhitze ich 2 Esslöffel Olivenöl für mein Linsenragout in einem Topf. Als erstes Zwiebeln und Knoblauch. Die werden eine Minute lang angeschwitzt. Jetzt kommen Sellerie und Karotte in den Topf. Diese werden 2 Minuten lang angeschwitzt. Ich gebe 2 Esslöffel Tomatenmark rein. Durch Tomatenmark kriegt unser Linsenragout eine leichte Sämigkeit, und die Röstaromen, die nehmen wir auch noch mit. Als nächstes kommen 800 Gramm stückige Tomaten hinein und 400 Milliliter Gemüsebrühe. Ein kleiner Tipp von mir: wenn ihr ein Glas nicht sofort aufbekommt, einfach das Glas drehen, einmal draufhauen, fertig. Traditionellerweise kommt da auch Oregano hinein, davon 1 Teelöffel und 1/4 Teelöffel Kreuzkümmel. Der wird kaum bemerkbar sein, aber der macht die Linsen viel verdaulicher. Es fehlt noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Jetzt kommen die Linsen hinein, und dann lasse ich das Ganze 5 bis 6 Minuten leicht köcheln. Während die Linsen vor sich hin köcheln, kümmere ich mich um die Bechamelsoße. Dafür brauche ich 3 Esslöffel vegane Margarine. In eine Bechamel kommt ja normalerweise genau die gleiche Menge an Mehl wie an Butter oder Margarine. Wir geben aber 4 Esslöffel Mehl auf 3 Esslöffel Margarine, weil unsere vegane Bechamel ein bisschen fester sein muss. Das wird ein Ersatz für Käse sein. Das verteilen wir nämlich klecksartig obendrauf zum Überbacken. Jetzt wird das Ganze angeschwitzt, denn wir brauchen eine Mehlschwitze. Ich brauche 500 Milliliter Mandeldrink für meine vegane Bechamel. Das Ganze unterrühren, aufkochen, damit die Bindung entstehen kann und damit die Bechamel nicht ansetzt. Vegane Lasagne kann man ja in vielen Variationen zubereiten. Was ist euer Favorit? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schaut mal, so muss sie aussehen. Jetzt noch ein bisschen Salz. Wir nehmen 5 bis 6 Teelöffel zur Seite. Das geben wir später klecksartig auf unsere Lasagne drauf zum Dekorieren. Nun geht's an Schichten. Als erstes fange ich an mit den Lasagneplatten. Dann kommt mein Linsenragout drauf. Gut verteilen. Meine vegane Bechamel. Ebenfalls gut verteilen. Die Lasagneplatten. Linsenragout. Ich schichte das Ganze in der mittleren Auflaufform von Edeka. Da passen nämlich genau 4 Portionen rein. Jetzt meine vegane Bechamel. Gut, dass die so dickflüssig geworden ist. Jetzt kommt die nämlich klecksartig auf unsere Lasagne drauf. Das wird ein Ersatz für Käse sein zum Überbacken. Die Lasagne geht jetzt für 40 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Schaut mal, wie toll die aussieht. Ich streue noch ein paar Pinienkerne drüber und etwas Basilikum. Genau so soll eine richtig gute vegane Lasagne schmecken. Ich habe euch hier 2 weitere Videos verlinkt. Unbedingt anschauen, nicht vergessen. Und uns abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Easy.